So, es sind noch wenige Tage bis Silvester, etwas über eine Woche. Und heute haben wir für euch mal einen sehr interessanten Vergleich, wie ich finde. Wir haben hier verschiedene ältere Pyrocracker. Es sind natürlich nicht viele, allerdings habe ich welche ausgewählt, die von der Verarbeitung relativ ähnlich sind. Wir haben hier Bo Peep von Georg Richter und Bo Peep von Nico schon importiert. Die Verarbeitung, hier sieht man, hier darf man sich nicht täuschen lassen. Hier ist in der Mitte recht viel Tonerde, das sieht man bloß nicht, da sie bis zum Rand gefüllt ist. Hier vorne nicht zugestopft, sehr erstaunlich, da die hier eigentlich älter sind als die. Also das ist ein interessanter Vergleich zwischen älteren und neueren Bo-Peeps. Dann haben wir hier noch Weco mit dem alten Corsair-Label, hier allerdings schon das neue Warnzeichen. Und dann hier noch von Komet SQ Pyrocracker. Und ja, ihr seht, von der Verarbeitung sind eigentlich alle zu vergleichen. Und deshalb finde ich diesen Vergleich oder finden wir diesen Vergleich auch recht interessant. Und dann gucken wir mal, wer von diesen hier am lautesten ist, beziehungsweise wer davon überzeugen kann. Es ist etwas windig, ich hoffe, man hört keine störenden Windgeräusche und dann fangen wir jetzt einfach in der Reihenfolge an, wie sie vorhin lagen. Zuerst der ältere Bo-Peep von Georg Richter. Der war für einen Pyrocracker schon echt gut. Jetzt geht's weiter mit dem etwas neueren Bo-Peep. Der war deutlich lauter. Er hat die anderen Böller auch von diesem provisorischen Brett gesprengt sozusagen. Jetzt geht's weiter mit dem Weco. Mit dem alten Corsair-Label. Noch eine Nummer lauter. Jetzt geht es weiter mit dem letzten, dem von Komet SQ. Und das war der beste. Dann stellen wir noch mal kurz die Böller so auf, dass ihr in eine Rangfolge. So, das war jetzt ein bisschen Zufall, dass die Anordnung, wie sie hier lagen, auch die Lautstärke bestimmt hat. Hier haben wir den letzten Platz, den älteren Bo-Peep. Sehr überraschend war der leiser als der neuere. Und dann kam der mit dem alten Corsair-Label. Und zum Schluss der von SQ von Komet. Zwischen diesen letzten drei war kein großer Unterschied, aber er war dennoch hörbar. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr könnt damit was anfangen und dann bis zum nächsten Video.